Wir haben es in dieser Aufgabe zur Schubspannungsverteilung mit einem Breitflanschprofil aus Stahl zu tun. Die Abmessungen sind hier in der Skizze und in den Angaben gegeben. Und es ist eben die Schubspannungsverteilung und der Querkraftanteil, der durch den Steg aufgenommen wird, auszurechnen. Einmal den Steg mit 1/12 T und Höhe 2H hoch 3. Der liegt schon mit Schwerpunkt auf der neutralen Achse, deswegen braucht man keinen Steineranteil logischerweise. Und die beiden anderen doppelt genommen. Um die eigene Achse gibt es A12 BS der dritten. Und der Steineranteil ist natürlich, wie wir wissen, die Fläche B mal S und der Abstand. Und der Abstand ist einmal H und S halbe und das Ganze zum Quadrat. Und dann hat man hoffentlich das Trägheitsmoment so, wie man es kennt. Und ich werte das sofort zahlenwertmäßig aus. Also ich werde in Zukunft keine Zahlenwerte da einsetzen, sondern einfach den Zahlenwert ausgerechnet da rechts dazu schreiben. Das sind in dem Fall 155,6 mal 10 hoch minus 6 Meter der vierten. Wenn man die gegebenen, also meine gegebenen Werte einsetzt. Gut, nächster Schritt. Machen wir uns einmal eine Skizze, weil diese statischen Momente, wie man die ausrechnet durch Integration, das ist immer so ein bisschen ein Mysterium am Anfang. Deswegen vielleicht eine möglichst große Skizze im Querschnitt und da zeichne ich Ihnen ein, wie die Flächen sich zusammensetzen. Ich teile das Profil hier ab und schauen wir mal an, was die obere Fläche beiträgt. Weil, was ist gefragt? Wir wollen einmal den Schubfluss und die Schubspannung da innerhalb des oberen Teils, des oberen Flansches wissen, aber schon sozusagen genau an der Grenze, infinitesimal oberhalb und einmal infinitesimal unterhalb, sodass man im Steg ist. Das heißt nichts anderes als geometrisch ist es das Gleiche, nur die Breite ändert sich natürlich für den Schubfluss. Das ist alles. Also wenn man jetzt einmal schaut, es geht um folgende Fläche da, nämlich die ganze, das ist diese Fläche A1 und die Fläche integriere ich auf, also das ist sozusagen die Fläche für mein statisches Moment, indem wir hier von links beispielsweise, von wo sie nach wo integrieren, ist ja Ihre Sache, so ein infinitesimales Stückchen nehmen. Das ist die Funktion Flächenmoment von x1, wobei meine Laufvariable x1 halt eine lokale Koordinate ist, die von links beginnt und ganz nach rechts rüberläuft. Das können Sie wählen, wie Sie wollen. Sie können natürlich auch hergehen und von oben nach unten integrieren über die Fläche, ganz egal. Es muss im Endeffekt muss einfach nur die gesamte Fläche abgedeckt sein. Das ist das Wichtige. Und was man hat, ist in dem Fall jetzt ein Abstand zum Schwerpunkt oder zur neutralen Achse, der Z1 quer ist. Der ist in dem Fall jetzt tatsächlich zum ausgedehnten Schwerpunkt von diesem Stückchen, weil unser Laufvariable von links nach rechts geht. Das heißt, wir brauchen den Schwerpunkt von dem infinitesimalen Elementchen da. Wenn wir von links nach rechts rechnen, dann ist es immer bis zur halben Höhe dieser Fläche A1. Wenn Sie von oben nach unten rechnen, dann ist es einfach Ihre Laufvariable vom Schwerpunkt weggemessen, weil dann ist durch Aufintegrieren automatisch für ein infinitesimales Stückchen immer der Flächenschwerpunkt. Ich schreibe vielleicht nur die Abmessungen noch her, oben ist B und die Höhe ist S. Diese Höhe da ist das gegebene H und die Stegbreite ist T. Wobei das B' der Punkt ist, der da infinitesimal oberhalb liegt, der Trennfläche, und das B, der infinitesimal unterhalb liegt. So, und dann muss man sich halt überlegen, wie schaut S1 von X1
funktionsmäßig aus? Wir wissen, laut dem, was in der Vorlesung hoffentlich schon gesagt wurde und auch laut Wiki, das entsteht aus einem Integral mit dem Abstand z1 quer in dem Fall über die gesamte Fläche. Das ist die Definition für unser Flächenmoment. Also z1 quer über dA integriert. Und jetzt ist die Frage, was ist dA? Wie drückt man dA aus in dem Fall? Das infinitesimale Flächenstückchen. Breite ist in dem Fall Höhe. Ja? Das ist also S, genau. Und über x1 integrieren wir. Ja? Genau. Das ist dann das infinitesimale Stück. Und der Abstand z1 quer, der lässt sich ja ganz leicht geometrisch bestimmen. Das ist dieses Stückchen h und die Höhe s halbe. Das ist auch nicht immer so, werden wir dann gleich später sehen. Der ist jetzt konstant in dem Fall. Das heißt, wir integrieren also h plus s halbe mal s über dx1. Unbestimmt. Was kommt raus? Das h plus s halbe mal s bleibt stehen. Das hängt ja alles nicht von x1 ab. Und es kommt einfach ein x1 dazu. Aber es kommt auch eine Konstante dazu. Und die Konstante müssen wir jetzt irgendwie bestimmen. Ich versuche es geometrisch an der Stelle noch zu motivieren, dass nämlich, wenn es das Stückchen da infinitesimal nach links schieben, also am ganz linken Rand sind, dann ist das S1 von X1 verschwunden. Dann gibt es keine Fläche und wenn es keine Fläche gibt, gibt es kein Flächenmoment. Und damit muss es auch an der Stelle natürlich 0 sein. Also ich setze sozusagen bei X1 gleich 0 ein, dass es 0 sein muss und kriege natürlich das raus, was Sie gesagt haben, dass nämlich C1 0 sein muss. Ja. Und damit unser S1 von X1 einfach nur H plus S halbe mal S ist. Mal S mal X1 natürlich. Ja. Also nach wie vor von x1 abhängt, das brauchen wir ja auch, weil wir wollen ja dann bestimmen, an welcher Stelle x1 sozusagen wir unser Flächenmoment brauchen. Das ist jetzt nämlich die nächste Frage. Welche Stelle x1, und das ist sicher schwieriger zu sehen für die horizontale Integration, braucht man, damit man b' und b ausrechnen kann? Vom Rezept her sozusagen, wie man sowas rechnet, geht es darum, wir betrachten ja einen Schubfluss sozusagen im Profil entlang der Richtung der Querkraft. Also von oben nach unten in dem Fall positiv. Und damit ist alles, was an der Stelle, wo man den Schubfluss gerne hätte, der neutralen Achse abgewandt ist, das, was zum Flächenmoment zählen muss. Also diese gesamte Fläche da oben ist, wenn man sie da gedanklich, vielleicht zeichnet man es, zeige ich es noch ein, gedanklich hier einen Trennstrich macht, infinitesimal oberhalb, also quasi genau auf der Trennlinie, nur damit sehen, halt ein bisschen oberhalb, dann ist alles hier oben die Fläche, die da wirksam ist. Und damit brauchen wir die ganze Fläche fürs Flächenmoment. Das ist deswegen sage ich, das ist ein bisschen eine Schwierigkeit, wenn man so normal auf die eigentliche Querkraftrichtung integriert. Weil wenn es von oben nach unten so integrieren würden, dann ist klar, dann ist die ganze Breite dabei und sie integrieren über S bis bei B' san. Das sieht man da jetzt nicht direkt, aber es ergibt das Gleiche. Okay? Das SB ist es dann in meiner Nomenklatur, beziehungsweise gleich SB', das ist ja genau die gleiche Stelle, entspricht dann dem S1 an der Stelle B. Also die ganze Länge. Das S ist schon drinnen. Und das S1 an der Stelle B ist H plus S halbe mal S mal B. Das ist das gültige Flächenmoment an B' und B. Und das kann man für die Werte natürlich wieder ausrechnen. Das sind 0,66 mal 10 hoch minus 3. Und was hat das eigentlich für eine Einheit? Das Flächenmoment.
Länge der dritten, genau. In dem Fall ist Meter hoch 3. Genau. So, und jetzt ist nur mehr zu unterscheiden, dass bei B' die Breite des oberen Flansches gilt und bei B die Breite des Steges. Alles andere ist gleich. Also, bei B' beginnen wir von oben nach unten, gilt die Breite TB' ist gleich B, ganze Flanschbreite. Wenn wir jetzt in unsere Formel reingehen für die Schubspannung, dann ergibt das ein Tau B' von Vorzeichen korrekt minus Q mal SB' kann man schreiben, man kann natürlich auch SB schreiben, durchs Trägheitsmoment mal TB', also da eingesetzt, ja, das ist jetzt irgendwie eher witzlos, aber ich schreibe es trotzdem her, Q mal SB' durch Flächenträgheitsmoment mal Breite B. Mit den gegebenen Werten sollte da ein Wert in Megapascal rauskommen, nämlich in dem Fall minus 1,13 Megapascal. Und genau gleich für den Punkt B, wo nur der einzige Unterschied ist, dass die Breite bei B nur mehr T ist für den Steg. Und die Schubspannung damit gleich fertig eingesetzt, Q mal SB durch das gleiche Flächenträgheitsmoment natürlich, das ist ja um die neutrale Achse gerechnet, mal T ist. Und damit ergibt sich ein Tau B, das wesentlich höher ist, von 22,6 Megapascal negativ. Ja. Sie haben also einen Sprung in der Schubspannung. Klar. Weil die Geometrie sich ja sprunghaft ändert, muss ja einen Sprung geben in der Schubspannung. So. Jetzt geht es ans Nächste, nämlich was passiert jetzt, wenn man weiterrechnet, wenn man sich den Steg anschaut, also das Ganze sozusagen. Weil dann wird es nämlich mit den Randbedingungen wieder interessant, weil dann sind wir am Übergang fürs Flächenmoment von dem, was oben schon passiert ist, auf den Steg. Und da hat man natürlich nicht 0 als Randbedingung, sondern was anderes. Ich zeichne das Ganze noch einmal. Jetzt mit weniger Fokus auf das, was oben passiert, weil das wissen wir schon. Jetzt ist natürlich die Fläche oben, ich mache es wieder gelb, schon relevant. Aber die hat man schon ausgerechnet. Über die braucht man sich keine Gedanken mehr machen. Was wichtig ist jetzt, wenn man das Flächenmoment gerne hätte, ist dieses Stückchen da. Das nenne ich bei mir S2. Und zwar, vielleicht schreiben wir es da oben her. Das integrieren wir jetzt, beziehungsweise schreiben wir als Funktion hin von Z2. Ja. Also dieses Stückchen ist jetzt relevant und jetzt, wie man an dem von Z2 sieht, werden wir über die Z-Achse integrieren. Also genau andersherum, so wie man es oben auch machen hätte können natürlich. Was ist relevant alles? Ja, der Abstand zur neutralen Achse wiederum ist relevant natürlich. Das ist jetzt unser Z2 quer. Die Laufvariable ist natürlich interessant. Das ist Z2 und alles andere sollte sich ergeben aus dem. Jetzt überlegen wir uns, wie man das S2 von Z2 hinschreiben kann. Es muss natürlich wiederum ein Integral sein. Und zwar wieder ein Integral über den Abstand Z2 quer des Schwerpunktes und die Fläche dA. Die Fläche ist relativ leicht ausgedrückt. In dem Fall ist die Gedankenleistung eher das Z2 quer, wie groß Z2 quer ist. Und zwar für beliebig infinitesimal kleine Stückchen dieser Fläche, dieser blauen. Das schreibe ich dann typischerweise in so Striche, wenn irgendeine Nebenbemerkung kommt. Nämlich, wie groß ist Z2 quer? A minus Z2, ja?
Genau. Durch die Integration kommen sie immer genau auf den Schwerpunkt. Und das DA, T mal DZ2 ist die Laufvariable Z2. Also bleibt uns ein Integral H minus Z2 mal T über Z2 integriert. Das integrieren wir fertig, dann kriegen wir einmal H mal T mal Z2, weil das vorne ja konstant ist, und einmal Z2 Quadrat halbe mal T plus eine weitere Integrationskonstante C2. Und jetzt kommen wir wieder zu den Randbedingungen. Wie schaut nämlich eine gültige Randbedingung für dieses S2 aus beispielsweise? Ich schreibe es mal her und dann reflektieren wir nochmal drüber. S2 von Z2 gleich 0 ist gleich S1 von X1 gleich B. Das sieht man weitere Schwierigkeit von dem Herumwechseln mit den Koordinaten, weil hätte man von oben nach unten integriert beim S1, würde da stehen von Z1 gleich S. Dann wäre es irgendwie logischer vom Gedankengang her, dass sich das nach unten fortsetzt. Das ist natürlich da jetzt nicht durch die Parametrisierung ganz einfach verschleiert. Kommt aber aufs Gleiche raus. Was heißt das? Naja, das Flächenmoment und damit auch der Schubfluss müssen sich ja kontinuierlich fortsetzen. Das heißt, wir müssen dort anschließen, wo wir in der vorherigen Fläche aufgehört haben. Wir haben oben schon das S1 gehabt, das Gesamte. Deswegen muss das S2 an der Stelle, wo diese Fläche, die da jetzt blau ist, noch so klar ist, dass sie keinen Beitrag liefert, muss dem S1 von oben entsprechen. Das zusammenpasst. Das ist der einzige Gedankengang. Und wenn wir das einsetzen, dann ergibt sich, wenn Z2 0 ist, fallen die anderen beiden Terme weg und das S1 von B war S halbe plus H mal SB von oben. Wenn man da hier noch einmal sich das Ergebnis holt. Das heißt, insgesamt ist unser Flächenmoment 1 H mal Z2 minus Z2 Quadrat halbe, das sind die Faktoren, die T enthalten, plus H plus S halbe mal SB. Das ist unser gesamtes Flächenmoment. Und jetzt geht es gleich los wie vorher. Also man kann natürlich jetzt einen Wert noch einsetzen. Das ergebe sich hier an der Stelle C. Das ist C, genau in der Mitte. Da ergibt sich dann, dass das C2 natürlich H sein muss, die gesamte Höhe bis zu der, also die halbe Höhe, der Abstand bis zur neutralen Achse. Ergibt sich dann ein S2 von Z2 gleich H. Das lautet H Quadrat halbe mal T, wenn man da zusammenfasst, plus H plus S halbe mal SB und liefert einen Zahlenwert von 0,74 mal 10 hoch minus 3 Meter hoch 3 für meine Angabewerte. Ja? Und dann wieder Schubspannung. Was haben wir bei C für die Schubspannung für eine Breite wieder? Steckbreite T. TC ist T. Das heißt, wir haben Tau C minus Q mal dieses SC. Aha. Das sollte hier natürlich auch ein C sein, kein 2. Durch INA mal TC oder gleich T. Was bei mir eine Schubspannung von noch einmal mehr logischerweise minus 25,2
Megapascal ergibt. Und das ist gleichzeitig der Maximalwert, weil wenn Sie jetzt weiter über die neutrale Achse drüber gehen, ist ja alles symmetrisch, dann wird es wieder weniger, logischerweise. Und zwar parabolisch verteilt. Wenn man sich also anschaut, wie das übers Profil verteilt ist, die Schubspannung, dann kriegt man einen Verlauf, der da irgendwie bei 0 beginnt, außen springt, hier genauso. Und da bei der neutralen Achse den Maximalwert bildet. Das schaut da ein bisschen flacher aus vielleicht. Und zwar hier mit den Werten betragsmäßig 1,13, da haben wir 22,6 und da haben wir 25,2, jeweils in Megapascal natürlich und unten genauso weiter symmetrisch. Also ja, um die Eingangsfrage noch einmal genau zu beantworten, entlang der Querkraft ist die Schubspannungsverteilung parabolisch. Und normal drauf ist sie linear typischerweise. Gut, jetzt fehlt uns noch eine Sache bei dem Beispiel, nämlich die Querkraft, die der Steg aufnimmt. Es gilt der Zusammenhang, dass die Schubspannung im Steg ja laut dem, was wir oben bereits für Tau C hier nur für den Punkt C geschrieben haben, kann man das Ganze natürlich auch für den Punkt, für einen beliebigen Punkt und insbesondere für einen funktionalen Verlauf im Steg hinschreiben. Das muss dann entsprechend der Querkraft mal dem Flächenmoment jeweils an der Stelle Z2 allgemein durchs Flächenträgheitsmoment mal der Breite, die natürlich auch wieder irgendeine Funktion von Z2 sein könnte, jetzt aber konstant ist. Und damit gilt für den Steg, dass die Querkraft im Steg das Integral über die gesamte Steghöhe sein muss, über den Zusammenhang da umgeformt natürlich. Also wieder mit dem Tau, Integral über die gesamte Steglänge, allerdings auch die Breite logischerweise, weil sonst kommen wir auf keinen Spannungskraftzusammenhang über diese Fläche da. Sprich, wenn man es einsetzt, hat man die von außen wirkende Querkraft dividiert durchs Flächenträgheitsmoment mal der jeweiligen Breite. Die kann man da rausziehen, weil sie konstant ist gegenüber Z2 und integriert von 0 bis 2h über das Flächenmoment als Funktion von Z2 mal Stegbreite T dz2 für das infinitesimale Flächenelement dA. Dann kürzt sie das T raus und man kann das S2 von Z2 einsetzen, über Z2 integrieren und so weiter und zusammenfassen. Und ich schreibe Ihnen jetzt nur her, was herauskommt, nämlich in meinem Fall ein Wert von 73 kN. Das hängt jetzt natürlich davon ab, wie die Abmessungen genau ausschauen, aber das sind bei mir 91% der gesamten Querkraft, die der Steg aufnimmt. Je nachdem, wie halt die Geometrie ist, ändert sich das logischerweise.